Thomas Zampach, der Fußballgott von einst, ist jetzt Footballer. Was viele für einen PR-Gag gehalten haben, wurde jetzt Wirklichkeit. Der frühere Publikumsliebling der Eintracht ist jetzt Kicker der Frankfurt Universe. Und hatte auch gleich die erste Aktion im ganzen Spiel, ja in der ganzen Saison. Kick-off. Und er war nervös wie früher. Ja, ich habe eben schon gesagt, es war wie ein Bundesligaspiel für mich, muss ich ehrlich sagen, weil es schon wieder was Besonderes ist. Ich habe auch ein bisschen unruhig geschlafen heute Nacht, muss ich sagen, und auch heute Morgen, wo ich aufstehen bin, war alles nicht so wie sonst. Man hat schon so ein bisschen im Bauch, man schon so ein gewisses Kribbeln drin und so, aber war in Ordnung, es hat ja gepasst. Richtig, denn er zeigte, dass er nichts verlernt hatte, was er zu seinen Fußballerzeiten alles konnte. Der Kick sogar etwas zu lang. Sichtlich erleichtert, nach seiner ersten Aktion durfte er sich erst einmal die Glückwünsche der Kollegen abholen. Ja, super. Also wirklich, wirklich super. Wir haben am Mittwoch, am Montag war ich mit ihm im Training und da haben wir wirklich eine Stunde lang einfach nur die Kicks geübt. Und was der heute hier rausgehauen hat, war wirklich der Hammer. Also hat selbst mich überrascht, obwohl ich weiß, wie gut er ist. Wirklich klasse. Also da haben wir echt Glück. Doch nicht nur der Kicker Thomas Zampach zeigte, dass er gut in Form ist. Die Offensive sorgte gleich dafür, dass Punkte auf die Anzeigetafel kamen. Schöner Lauf von Randall Payne und Universe geht in Führung. Also, wir haben gewonnen. Das ist so ziemlich die Hauptsache für heute erst. Aber wir haben schon so einige Fehler, die wir vielleicht noch korrigieren müssen. Meiner Seite, ich muss aggressiver sein. Three and outs generell geht einfach nicht. Da müssen wir arbeiten, offensmäßig. Nach dem Touchdown jetzt die große Chance für Thomas Zampach, mit dem Extrakick für seine ersten Punkte zu sorgen. Doch das Anspiel viel zu hoch. Zampach gedankenschnell sichert das Ei. Universe zu diesem Zeitpunkt haushoch überlegen. Die Abwehr der Frankfurter ließ überhaupt nichts zu. Das nenne ich tolle Defense-Arbeit. Sehr, sehr schön. Turnover on down. Und vorne im Angriff sorgten sie ein ums andere Mal für Gefahr. Die Gäste aus Starnberg, der Aufsteiger, völlig überfordert. Der Kicker zufrieden mit dem, was die Kollegen auf dem Rasen veranstalteten. Die Frankfurter nach dem Seitenwechsel wieder im Angriff. Und wie? Daniel Adler, Wiesel Flink, schlägt Haken, wie es selbst ein Hase nicht besser könnte. Und ist einfach nicht zu greifen. Großer Raumgewinn für Frankfurt und so nah an der Endzone. Da lässt sich Quarterback Jason Stengel nicht zweimal bitten und wirft zum nächsten Touchdown. Und jetzt sollte es auch endlich an der Zeit sein, dass Thomas Zampach die ersten Punkte seiner noch jungen Football-Karriere erzielen sollte. Doch was ist denn jetzt der Unterschied zwischen dem Ball und dem Ei? Der Unterschied, ja, wenn du das Ei nicht richtig triffst, dann ist natürlich das Ding komplett verhauen. Und hier hast du Jungs, die natürlich dir entgegenkommen und die das Ding unbedingt haben wollen. Das ist ja oder mit der größte Unterschied. Du hast halt hier keine Aktion, die du selbst irgendwo mal einen ausspielen kannst. Also das heißt wirklich ein Kick und das war's. Entweder gut oder nicht gut. Am Ende gab es noch einmal ein schönes Zusammenspiel zwischen Abwehr und Angriff. Erst der abgefangene Ball durch Taylor Phillips. Und dann der Lauf von Patrick Schulz. Am Ende gab es zwar noch etwas Ergebniskorrektur von Seiten der Gäste, doch Universe gewann das erste Spiel der Saison deutlich mit 26:6. Kicker Thomas Zampach konnte 2 Punkte dazusteuern und hat Gefallen an der Sportart Football gefunden.